Hallo, wir werden heute mal vorstellen, wie man Honig presst. Dafür haben wir hier eine Honigpresse, die gar nicht einmal so klein ist. Und dann schauen wir uns einmal an, was man hierfür alles braucht. Das ist der Presskorb, da kommt danach, kommen die Waben rein. Durch eben die Presskraft wird das nach unten gedrückt und drückt dann den Honig aus den Waben. Hier brauchen wir natürlich ein Sieb, dass die Wachsstücke, die was da noch nicht abgefangen werden, dort zumindest nur herausgehalten werden gleich. Das spart uns später dann einfach einen Arbeitsschritt, dass man nochmal sieben muss oder zumindest nochmal grob sieben muss und anschließend läuft der Honig in den Eimer. Hier haben wir noch einen sogenannten Seisack, Presssack. Da kommen die Wabenstücke rein. Das tun wir quasi in den Presskorb. Da schütten wir dann jetzt die Honigwaben rein. Die Waben haben wir ja rausgeschnitten und das schaut jetzt dann ungefähr so aus. Und diese Wabenstücke bringen wir in den Seisack. Und da das nächste. Und noch eins. Das waren jetzt die Waben von zwei Bienenwabenvölkern, also ist jetzt nicht im Übermaß und das ist eine mittelgroße Obstpresse und damit pressen wir jetzt den Honig heraus. Den Seisack, den legen wir zusammen und legen ihn auf die Waben. Dann klappen wir das da bei der Presse nach vorne und schauen, dass wir da in der Mitte sind. Das da wieder fest, so kann man das da im Presskorb entfernen. Also es geht alles relativ einfach, das ist kein Hexenwerk und so ist das jetzt schon fest. Und jetzt drehen wir mal runter, dass wir in den Korb kommen. So, ich habe jetzt schon ein bisschen nach unten gedreht und hier sieht man schon, obwohl ich es nicht wirklich festgedreht habe, den ersten Honig rausschauen. Ich kann auch noch mit einer Hand ganz leicht drehen, also ist überhaupt kein Problem. Und jetzt sieht man sehr schön, wie langsam der Honig rausläuft. Noch nichts für das Geräusch. Und die Presse ein wenig quälen. Dann haben wir darunter eine Gummimatte, damit die Presse nicht wegrutscht. Und jetzt sehen wir schon richtig, dass der Honig schon rundherum ausläuft. So, jetzt sind wir fertig mit dem Auspressen. Jetzt holen wir unseren Presssack raus. Man kann auch das Ganze wegmacht, aber so geht es auch. Natürlich alles jetzt ein bisschen klebrig, alles voller Honig, ist ganz klar. Aber wenn man da reinschaut, ein schöner Presskuchen. Und den werden wir dann einschmelzen und Bienenwachstücher draus machen. Also eine nachhaltige Alternative eben ist zu Alufolie etc. Ganz schön fest, also richtig, eigentlich schon eine richtige Wachsplatte, was man da in der Hand hat. Genau.